Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Zu einer Tasse Kaffee mit mir, Pfarrer Uwe Löper aus der Kirchengemeinde Stolberg. Ich grüße Sie und euch herzlich hier aus Brandinner Martin-Luther-Kirche. Vielen Dank übrigens für die vielen interessanten Rückmeldungen zu meinem ersten Beitrag. Nun, liebe Schwestern, liebe Brüder, für die meisten sind diese Zeiten ungewöhnlich, beängstigend, verstörend. Eine befreundete Familie war in Quarantäne. Andere müssen noch jeden Tag zur Arbeit und haben Angst, sich anzustecken. Für manche sieht die Zukunft unsicher aus, weil das Einkommen wegbricht, die laufenden Kosten aber weiter gezahlt werden müssen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich werde immer wieder gefragt, welches Gottesbild haben Sie eigentlich, Herr Pfarrer? Keins, brumme ich dann. Ich soll doch nicht. Mal dies, mal jenes. Vater oder Mutter oder Morgenglanz der Ewigkeit oder ein schönes Musikstück. Kommt drauf an, wo ich Gott treffe. Dazu erzähle ich dann gerne eine Geschichte, die ich übrigens so ähnlich bei Susanne Niemeyer gefunden habe. Gott kam mich eines Tages besuchen. Er klopfte an, ich öffnete die Tür und ließ ihn hinein. Ich schlug vor, einen Kaffee zu trinken, zu kochen. Ich war aufgeregt und irgendwie wollte ich auch nicht mit leeren Händen dastehen. Aber Gott lächelte nur und schüttelte den Kopf. Gott wollte nichts. Das wunderte mich. Als Kind lernte ich, dass Gott doch immer etwas will. Liebe oder Gehorsam. Ein reines Herz. Seine Gebote sollte man befolgen, obwohl man dabei eigentlich nur scheitern konnte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es reichte nie. Ich bin klein, mein Herz mach rein. Und jetzt war er bei mir zu Besuch. Er war anders, völlig anders, nicht aufdringlich. Ein vorsichtiger Besucher, fast scheu. Er sah sich um in meiner Wohnung und in meinem Leben. Auf eine interessierte und zurückhaltende Weise. Ich weiß nicht, warum er kam. Ich hatte ihn nicht gerufen. Mein Leben hatte sich in eine Art Mittellage eingependelt. Wir setzten uns und er holte einen Spiegel hervor. Nichts Besonderes, einen ganz gewöhnlichen Taschenspiegel, vielleicht ein bisschen größer. Er stellte ihn so auf den Tisch, dass ich darin mein Gesicht sah. Mein Gesicht. Dutzendmal sehe ich es täglich. Wie oft versuche ich, mit meinem Gesicht gut auszusehen. Das hier aber war anders. Ich blickte in diesen Spiegel, den Gott mir hinhielt. Ich bemühte mich nicht, gut auszusehen. Es war vielmehr so, dass ich plötzlich tiefer sehen und erkennen konnte. Ich sah die Angst, die mich seit Jahren begleitet. Sie ist nicht groß, aber sie ist treu. Sie flüstert mir ein, was alles passieren könnte mir, meiner Familie, der Welt. Ich sah die Hilflosigkeit, wie ich in bestimmten schwierigen Situationen mich verhalten soll. Ich sah den Wunsch nach Frieden und Versöhnung, ganz besonders jetzt in dieser Zeit. Ich sah ein paar geheime, hässliche Gedanken. Überrascht sah ich auch Wünsche, von denen ich gar nicht wusste, dass sie noch da sind. Offenbar haben sie still und geduldig in der Ecke gestanden und gewartet. Ich sah mich ungeschminkt, so wie ich war. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, während wir dort saßen. Trotz all der Dinge, die sich im Spiegel zeigten, fühlte ich mich aufgehoben. Vielleicht war es sein Blick, der so ruhig und wohlwollend war. Es lag kein Vorwurf darin, keine Missbilligung, keine Forderung. Plötzlich dachte ich, kann es sein, dass es das ist, was Gott will? Mein Wohl. Ich mochte es, wie wir beide mich ansahen. Es fühlte sich warm an. Ich glaubte, Gott meinte es gut mit mir. Bald darauf ging er. Er sagte noch ein paar Worte über das Wetter. Ich sah ihm nach und hätte ihn gerne festgehalten. Ihn und diesen Moment.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt Trost in dieser strengen Zeit, finde ich. Es ist nicht immer ein leichter Trost, aber es ist auch eine außergewöhnlich schwierige Zeit. Keiner von uns hat das jemals so erlebt. Wir hören in der täglichen Informationsflut zudem von anderen Ländern, erfahren von Brot für die Welt, den German Doctors oder Miserior, wie schwierig die Lage für Millionen von Menschen in Entwicklungsländern ist. Übrigens, unsere Spenden können da schon etwas helfen. Es gibt einen Trost. Und der heißt, niemand muss jetzt stark sein. Niemand muss so tun, als ob. Niemand muss sich größer oder kleiner machen, als er oder sie ist. Wir dürfen alle hilflos sein, ratlos, sogar schwach. Kein anderer Mensch kann von uns noch erwarten, dass wir alles können und alles regeln oder schaffen und immer einen guten Plan auf Lager haben. Gott, liebe Freunde, schaut uns mit den Augen der Liebe an. Und noch etwas erlebe ich als tröstlich und ermutigend. Die Glocken, die läuten, die leuchtenden Kerzen in den Fenstern, die vielen guten, tröstlichen und hilfreichen Angebote im Internet, in sozialen Medien, die Woge der Hilfsbereitschaft, die durch unser Land geht. Das kann ich als Christ auch so verstehen. Gott bleibt für uns da, heilsam, stärkend, tröstend. Und er tut das, was besonders Mütter so gut und oft tun. Er hält uns zusammen. Dieses Nahesein Gottes dürfen wir uns gegenseitig bezeugen und zeigen. Umarmen können und dürfen wir uns noch nicht. Aber wir können anderen ein gutes Wort sagen, anstatt ihn und uns selbst herunterzuziehen mit negativen Gedanken, Übellaunigkeit oder Schreckensfantasien. Wir können fantasievoll und geduldig miteinander umgehen. Gerade dann, wenn wir in der Wohnung nah aufeinander hocken. Ja, liebe Freunde, wir können noch etwas anderes. Zusammenrücken durch das Gebet. Im Gebet rücken wir im Geiste Gottes näher zusammen und knüpfen ein Netz, das andere und uns selbst trägt, weil es von Gott gehalten ist. Im Gebet verbinde ich mich mit Gott, mit mir selbst und mit denen, denen ich weit über meine Familie hinaus Mutter, Vater, Bruder oder Schwester werden kann. So verbinden wir uns auch mit denen, die wir gerade jetzt nicht vergessen sollten, wie die Menschen, von denen uns etwa Brot für die Welt berichtet, Menschen, die kein Zuhause haben und sich darin zurückzuziehen, weil sie auf der Flucht sind, in Lagern oder auf den Straßen leben. So wie Jesus dem Leid der Welt nicht auswich, so schauen auch wir als Christinnen und Christen nicht weg. Denn Jesus ist den Weg des Leids und der Liebe, die stärker ist als der Tod, gegangen. Für uns. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Sei mit uns auf all unseren Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot. Sei um uns mit deinem Segen. Passt auf euch auf und wenn ihr wollt, bis nächsten Freitag. Tschüss.